Also wenn wir Naja, jetzt mal schon von wieder der, da. ja, was, wenn wir jetzt mal bei der Entstehung anfangen, ne? Also Ja. diese Marke, wir können mal hier drauf gehen unter Also Profan. genau, also die Sache ist die, dass Clive Christian, also wer ist überhaupt Clive Christian? Ja. Clive Christian ist eigentlich ein Innenausstatter, Innenarchitekt und Badausstatter und Küchenausstatter. Das heißt also, er hat in England Küchen, Bäder, Inneneinrichtungen für reiche Leute gemacht. Also so, was man halt so kennt, wenn man sagt, man möchte jetzt wirklich so ein absolutes Nonplusultra zu Hause haben mit Wahnsinnsküche, Wahnsinnsbad und Wahnsinnsausstattung, dann hat man im Regelfall Clive Christian damit beauftragt. Das ist so seine Historie. Dann ist es so, dass er in dem Kontext immer schon auch so eine Affinität zu den Parfums hatte, ist klar, ne? Weil es zum Thema Bad und so weiter gehört ja auch das Thema Parfum und so. Dazu ist er ist nicht der Einzige, es gibt auch noch einen anderen Badausstatter aus England, der nennt sich Jack and Speak, der auch Parfums gemacht hat und so Es ist weiter. anscheinend eine große Sache, seine Bäder auszustatten in England, oder? Ja, ist schon ein Ah, Thema, ist schon ein okay. Thema, ja. Hat man denn auch ein Bild vielleicht von ihm? Da unten genau, das Der ist das, hier? genau, das ist es. Er ist, das Bild zeigt eigentlich ganz gut, dass er sehr schüchtern. Das sieht man im Bild. Genau, also er ist sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Dafür ist seine Tochter Victoria eigentlich die Markenbotschafterin. Die ist genau das Gegenteil, die ist nicht zurückhaltend, die ist Die gibt sehr, Gas. die gibt Gas, Okay. genau. Kann auch was mit dem Namen zu tun haben, ist bei uns genauso, ja? Aber Okay, ja. ja, stimmt. Stimmt. Genau. Und er hat dann sich überlegt, okay, was mache ich? Und hat eine sehr, sehr, sehr alte Manufaktur aus England aufgekauft, die Crown Perfumerie. Die Crown Perfumerie, die eben 1872 gegründet worden ist, beziehungsweise ihre Hochzeiten hatte, war eine der wichtigsten Parfummarken oder Parfumhäuser in England und auch Hoflieferant. Das heißt, die Crown Perfumerie hat also wirklich, das war damals so, dass die Referenz und das war eine sehr bekannte, sehr berühmte, sehr erfolgreiche Marke in England. Und die hat er aufgekauft, hat dann quasi das ganze Sortiment auf Null gesetzt und hat Elemente aus dieser Kollektion übernommen. Und zwar die Form der Kappe, die eben, kann man Glaube, das ich da kann es hier? hier bei dem wahrscheinlich im Genau, Screen also genau sagen. sieht man es schon. Die Form der Kappe, die Krone von Königin Victoria darstellt, auch ein Zugeständnis des royalen Hauses, Dass er es darf. dass es darf eben, aber dass die Crown Perfumerie das durfte. Die Crown hat nämlich diese Warrants gekriegt. Ne? Die Krone bei der Crown Perfumerie war aus Plastik, transparent. Also, wir können vielleicht mal schauen, ob du irgendwas findest. Schau mal unter Crown Perfumery, also Crown sowie Krone, Crown Perfumery, ob da noch irgendwelche Fotos von alten Flaschen sind. Ja, jedenfalls hat er die Kappe übernommen, hat sie aber nicht mehr als, genau, das ist ein ganz alter Flakon, aber die letzten verkauften Flakon, wenn du kurz hochscrollst, da war einer oben, der zweite Da von, hier. genau. Ah, So okay. haben die Verkaufsflakons ausgeschaut. Man sieht da diese Kappe eben in Kunststoff. Ne? Jo, Ja. ist jetzt nicht. Er hat dann die Kappe neu modelliert, also die Form nicht, aber das ganze Konzept aus Metall und echt vergoldet. Das war so das echt, ja. Die wird, ja, ist auch eine lustige Anekdote dazu. Es gab mal große Probleme mit dieser Kappe. Die war nicht lieferbar, weil in der Firma, die diese Kappen vergoldet und diese Kappen macht, haben sie eingebrochen und haben natürlicherweise jetzt nicht die Kappen mitgenommen und haben auch nicht irgendwelche Werkzeuge mitgenommen, sondern ich glaube irgendwie 18 Kilo oder 20 Kilo Goldbarren. Was? Ja, also was natürlich so das Lukrativste war. Oha. Ne? Und damit hatten die kein Gold mehr zum Einschmelzen und zum Vergolden. Und da gab es eben Probleme. Die Kappen wären da gewesen, aber man konnte sie nicht vergolden. Also die Kappe ist also mit Echtgold vergoldet. Das Logo wurde auch praktisch, das musst du jetzt auf einen anderen Flakon mal schauen, wenn du diesen Crab Apple nimmst, genau in der Mitte, genau, da sieht man das Logo. Das war auch das alte Crown Perfumery Logo, Ah, na, stimmt, die mit breite CB, Flasche, ja. genau, An dieser mit der. Stelle, Medwin, danke dir für die 5 Gifted Subs. Die Donations lesen wir gleich vor. Ja, das ist so, das war das Logo, das hat er auch teilweise mit integriert. Die Flasche hat er geändert gegen diese konische Flasche, weil die vorher hatten die runde Flasche, Ich finde die Rundenflasche, auch schöner genau, viel jetzt, ja. schöner. Und die Düfte
hat er, also sage ich mal, das fast alles weg und hat dann einfach teilweise neue Sachen gemacht und hat sich den Anspruch gesetzt, okay, wenn ich jetzt so exklusive Inneneinrichtungen mache, dann kann ich nicht mit irgendwelchen normalen Düften kommen, sondern das muss das Top the Top sein. Und damit war Clive Christian die erste Marke, die wirklich, man sagen konnte, das teuerste Parfum der Welt auf den Markt gebracht hat. Und die Kollektion war so abartig teuer, dass man damals gesagt hat, okay, das ist, also ist verrückt, verrückt. In der Zwischenzeit sind ganz viele nachgezogen. Also wir reden wie davon. Wie lange gibt es die Firma denn? Die Firma gibt es jetzt schon, ja, ich würde schon sagen, dass die 20 Jahre ist. Die wurde ein, zwei Mal verkauft und so. Er hat dann irgendwas aufgegeben, hat es verkauft und die neuen Eigentümer haben das weitergeführt und so. Und dann wurde es nochmal verkauft. Aber wie gesagt, er ist jetzt nicht mehr drin, aber Victoria ist noch immer dabei. Die ist bekannt dafür, dass sie mit dem Fächer immer in den Präsentationen wedelt. Ah, okay. Und so, deswegen kennt man die. Ja, Victoria ja, also, hat dafür einen Stock hier drin. Achso, ja. Spaß. Ja, und er hat also, wie gesagt, die Düfte auf einen extrem hohen Level gebracht. Es war ihm halt wichtig, das, so das teuerste und exklusivste Parfum der Welt zu machen, zu einem damaligen Zeitpunkt. Und wir reden, die Number One, das ist also sozusagen das Flaggschiff, der Goldene, über 600 Euro für 50 Milliliter. Man muss sich das vorstellen, als der, das diesen Preis gekostet hat, er hat vielleicht ein bisschen marginal weniger gekostet, aber sagen wir mal, vielleicht hat er 580 oder 550 gekostet am Anfang. Dieser Preis war damals ein Preis zu vergleichen, wo diese, ich sage jetzt mal, da gab es noch kein Serjoff, da gab es kein Terenzi, da gab es kein viele nicht. Was damals unter Nische lief, das hat sich doch für 120 bis 150 Euro verkauft. Also man hat gesagt, also über 200 können wir ja nie gehen. Und da hatte er schon diesen Preis gehabt. Das muss man einfach vorstellen. Aber guck mal, wenn ich mir das durchlese, was ist denn hier los? Wie viel will er denn hier reinpacken? Ja, es kommen extrem viele Rezepturen rein, also extrem viele Inhaltsstoffe rein. Es kommen extrem hochwertige, jetzt weiß ich, jeder sagt natürlich, ich nehme das Feinste vom Feinsten, nehme das Teuerste vom Teuersten und so weiter und so fort. Aber die machen es halt wirklich. Also über den Duftgeschmack kann man streiten. Man kann sagen, mir gefällt der Duft, aber mir gefällt er nicht. Über die Qualität bei Clive Christian kann man nicht streiten. Die Qualität ist außergewöhnlich. Und zwar eben nicht kommunikativ außergewöhnlich, also ich sprich, sag mal, ich Marketing sag mal, außergewöhnlich, sondern wirklich außergewöhnlich von dem, was drin ist. Also ich will nicht sagen, aber das hier also, wird normalerweise als außergewöhnlich verkauft. Ja. Verkauft. Akkuraban, genau. Das wird außergewöhnlich verkauft und da werden außergewöhnliche Werbeaussagen getroffen, ja, die eine Suggerierung machen, dass es wirklich ein ganz außergewöhnliches Parfum ist. Dabei ist es halt eben, ich sage gute, jetzt mal... Gute Frage hier. Guck mal hier, gute Frage von Dan XST. Hallo zusammen, Frage an Herbert. Ein Xerjoff-Duft hebt sich, wie ich finde, deutlich von einem 150-Euro-Duft ab. Ein 100- bis 150-Euro-Duft von einem noch günstiger natürlich auch. Aber merkt man bei einem Clive Christian wirklich noch derart spürbar den Unterschied zum Beispiel zu Xerjoff? Ja, aber Vorsicht jetzt, man merkt den Unterschied, aber... Jetzt ist die Frage, ich würde jetzt einen Uhrenvergleich machen. Also ich weiß nicht, wie weit die Leute alle mit den Uhren da firm sind, aber ich würde jetzt einen Uhrenvergleich machen. Also die haben schon mal was gehört. Die haben schon mal, genau. Die hier sind. Ja, wir sagen mal so, Serjoff, Clive Christian und so weiter, wir reden jetzt hier sagen wir mal, Patek-Liga, sage ich jetzt mal, Patek Philippe. Serjoff ist Nautilus, Aquanaut. Clive Christian ist Grand Complication. Ah, so, okay. Das heißt also, jeder, der eine Grand Complication trägt, sagt auch, ich meine, das ist Urkunst. Und viele würden sagen, ja gut, aber der Nautilus ist geiler. Ne? Das ist irgendwie so hipper und es gefällt mir besser und ist auch auffälliger und damit kann ich besser flexen und so weiter. Und so muss man sehen. Serjoff ist Nautilus, Aquanaut. Und Clive Christian ist Grand Complication. Spannend. Immer in dem Bereich bei der Philipp. Also wir reden jetzt nicht von Rolex. Ne? Ja. Und wir reden gar nicht von Festina, das wäre dann Invictus da. Also. Oder so, oder wie heißt okay. Die noch? Und so, die anderen dazwischen drin sind dann so Armani-Uhren da. Armani-Uhren, ja. Genau. Aber was zum Beispiel jetzt, wenn du das jetzt, wie kannst du jetzt jemandem das beschreiben? Also, zum Beispiel, du hast jetzt 650 Euro, deine Aufgabe ist, wie willst du das jetzt nachdenken? Also, dieser Duft, also erstmal ist es so, man muss den Duft riechen, einem muss der Duft gefallen. Wenn einem der Duft nicht gefällt, ist alles unnütz, es bringt dir überhaupt nichts, weil wenn einem nicht gefällt, dann kann man nur sagen, ja, okay, es mag alles sein, aber mir gefällt er nicht. Mir gefallen auch viele Düfte nicht und trotzdem kann ich denen nicht absprechen, dass sie gut sind, aber mir gefallen sie auch nicht. Also, er muss mal gefallen, das ist das erste Kriterium.
Aber jeder, der ein bisschen Dufterfahrung hat, merkt in diesem Falle, dass es einfach ein Duft ist, der eine extremste Komplexität hat und eine wirklich Wahnsinnsabstimmung hat. Das heißt also, das ist ein Duft, der noch mal mehr Feinheiten hat, noch mal mehr Nuancen hat, noch mal mehr Perfektion ist. Andersrum ist halt eben, wenn du zum Beispiel einen Sergio-Duft daneben nimmst, wirkt er meistens lauter, wirkt er meistens irgendwie aggressiver. Das ist halt wirklich so, dass die Endstufe, sage ich jetzt mal, was man da haben kann. Und das ist wirklich in diesen Parfums gegeben. Unabhängig davon, ob sie einem gefallen oder nicht gefallen, das ist natürlich sehr individuell, aber wenn, ist es so, ist es merkenswert. Man könnte auch sagen, viele sagen, die riechen rich. Also das ist natürlich, ja, die Marke ist natürlich rich, weil sie teuer ist. Viele kaufen sie, weil sie teuer ist. Die Marke ist sehr beliebt in Russland, weil das sind die größten Clive Christian Fans. Ja, okay, weil ja, die okay. Natürlich sagen, oh, hey, hier, ihr Kleinen hier, aber ich schütte mir das zum Frühstück da eine Flasche Number One rein, ne? Weil ich meine, das ist ja, es geht ja noch weiter, ne? Das gibt ja, es gibt ja dann auch diese Kristallflakons für 25.000 Euro und so weiter. Hiervon? Ja, ja, klar. Okay. Aber da ist natürlich sehr viel Flakon und so weiter und so fort und all diese Geschichten. Aber es merkt man schon. Und das ist ein Duft, der wahrnehmbar ist, der einfach bleibt dabei, diesen Effekt hat einer Grand Komplikation. Die das absolut merkt man, das habe ich auch gestern. Ich habe ein paar probiert gestern im Stream, muss ich sagen. Es war schwierig da jetzt, das, man ja. Muss man schon ein bisschen Zeit sich nehmen. Ne? Genau, muss da reinkommen. Es ist wirklich, wenn jemand sagt, okay, ich möchte jetzt die nächste Stufe gehen. Jetzt wir machen wir für diesen Number One. Warum? Wann soll ich den tragen? Immer. Immer? Immer, immer. Also du trägst Number One immer. Das ist kein, man trägt Number One als Duft, basta. Das ist nicht, ich trage den zum Ausgehen, ich trage den abends, ich trage den morgens, sonst irgendwas. Da bist du noch am Spielen, am Experimentieren. Da musst du noch schauen, dann hast du dir jetzt eine Rolex gekauft, ach, dann kaufst du jetzt eine AP, ach, dann sagst du, vielleicht jetzt ein Chronograph. Und dann bist du noch am Spielen, das ist noch nicht fertig. Ja? Erst wenn du da oben angekommen bist, dann brauchst du auch nicht mehr, dann hast du das. Okay. Ja? Ich sage es jetzt bewusst nicht Richard Mille, es wäre ein Pluspatek, weil yeah. Richard Mille würde es nicht verkörpern, weil dafür Richard Mille wäre zu wenig. Es ist zu konservativ, yeah. Sage ich jetzt mal von der Art. Also yeah. Qualitativ könnte man es schon vergleichen, aber von der Art ist es zu konservativ. Deswegen würde ich den Vergleich nicht ziehen. Aber das ist eben, da bist du noch am Spielen. Du hast diesen Duft und trägst diesen Duft und basta. Also das ist eigentlich so, dass die meisten, diese Clive-Düfte dann tragen die auch durchgängig als Signatur. Also es ist kein Duft, den man sich kauft und dann sagt, ach, morgen, dann kaufe ich mir einen anderen und so weiter. Es gibt Leute, die kaufen den Duft und finden den nicht gut, er gefällt ihnen nicht. Und das heißt, sie benutzen ihn nicht und sie haben einen Fehlkauf gemacht. Das gibt es. Aber wenn sie den benutzen und zufrieden sind, dann machen sie da weiter. Dann sagen sie nicht, ach ja, morgen kaufe ich mir mal das. Hat Jeremy schon sein Testkit bekommen? Von dem? Von Clive Christian? Nee. Also wenn er jetzt die Guideline durchliest, dann ist er ja erst in den nächsten 3 Monate beschäftigt, also okay. Bevor er das Test kriegt. Die nächste Frage war, ja. Wenn wir jetzt über Maskulin 1872 sprechen, ja. Was ist das für ein Duft? Also die 1872 ist... Ist ja deutlich günstiger. Ist deutlich günstiger und ist eigentlich, ich sage jetzt mal, der Duft, der für die geeignet ist, die noch nicht am Ende angekommen sind. Mit Number One. Toller Grapefruit-Duft. Ja. Also der ist halt meiner Meinung nach einer der besten zitrischen Düfte, die man sich vorstellen kann auf einem hohen Level. Auch da wiederum eine zitrische Basis, also die zitrische Komposition, aber eben in so einer Abstimmung, in so einer Feinheit, mit so genauen Nuancen, dass man einfach sagen muss, es ist total rund. Total zusammengebaut. Also das ist, glaube ich, der erste Duft, den ich mir bevor ich mit Parfums angefangen zu handeln, das muss also 20 Jahre her sein oder was, habe ich mir den gekauft. 1872, weil ich wirklich da Düfte probiert habe und das war der mir am besten gefallen hat. Ohne, dass ich jetzt irgendwas wusste von Clive Christian, ohne, dass ich jetzt da in Vergleich mit den anderen war, das ist einfach der Fall. Mhm. Also ist super. Dann haben wir als nächsten Duft noch Woody Leather. Den C. C, ja, genau. Ja, also die C-Serie, die Clive-Serie oder Private Collection hat für jeden Buchstaben des Namens Clive einen Duft, oh, also C-L-I-V-E.
Wir haben jetzt den C rausgeholt, weil es der Herrenduft ist. Manche sind Damendüfte, manche sind Herrendüfte. Der erinnert mich natürlich an lederiger Düfte. Ne? Ja, der ist halt einfach, das ist der absolute Bestseller. Also ich glaube, in der Kollektion. Und das ist halt... Blind Buy, den kann man kaufen. Das ist ein Blind Buy, aber da gebe ich jetzt auch ganz unumwunden zu, der ist halt kommerzieller. Kommerzieller im Sinne, der ist näher bei den anderen. Sagen wir, die Original Collection, also sprich mit Number One, 1872 und X, das ist eigentlich Clive Christian. Ach so, okay. Und die haben über Jahrzehnte haben die nur die drei Düfte gehabt. Die ganze Welt hat sich gefragt, wie kann eine Marke mit drei Düften überleben und so gut überleben? Und die haben gesagt, das war's. Number One für die Endstufe, X für diesen frischen Bereich, für den 1872 für diesen frischen Bereich und X eben als Alternative, wenn man drunter sein will. Aber das reicht, man braucht nicht mehr. Die drei Düfte waren es. Und dann erst später haben die angefangen, die andere Kollektionen zu machen. Und da sind sie natürlich ein Stückweg ein bisschen, ich sage jetzt mal, mehr so in den kommerzielleren Bereich. Kommerziellen Bereich, ja. Und dazu zählt der. Natürlich gefällt den meisten der super gut, weil er eben sie an das erinnert. Aber wie gesagt, für mich geht man mit dem jetzt schon wieder ein bisschen zurück in die Nautilus. Und X ist jetzt aus der Originalkollektion. Genau. Der X ist eben, also sagen wir so, der 1872 ist dieser Freshie und der X ist eben dieser rauchige, holzige, dunkle, nüchterne, auch trockene Variante dazu. Mhm. Wobei bei der X bei den Damen noch exorbitant besser ist. Also, Tatsache. Ja, riech mal den. Also der ist wirklich, und ich würde den auch als Herrn tragen. Also man kann die Damendüfte auch als Herr tragen. Also ich weiß, das ist immer so ein Thema. Aber ich finde, hier kann man das wirklich machen bei der Kollektion. Ui, ja, ist spannender. Ist spannender. Der ist, also ich finde, ein X-Damen, der ist einfach auch grandios. Der ist spannender, muss man sagen, ja. Und ich finde absolut, also jeder andere würde sagen, das kannst du das super als Mann tragen. Also er hat nichts Feminines, nur niente, also gar nicht. Und sonst als letzten Duft, den wir noch nicht besprochen haben, ist dieser. Der ganz neueste, Crab Apple Blossom. Also, wir hatten ja gesagt, dass diese Crown Perfumery von Clive Christian aufgekauft worden ist. Und er hat ja alles quasi auf Null gesetzt und hat die ersten drei Düfte gemacht da. X Nummer 1 und 1872. Und ja, gut. Und da so ging es Jahre, Jahrzehnte weiter. Dann kamen diese anderen Kollektionen. Und jetzt neu haben die beschlossen, wieder aus den Archiven von der Crown Perfumery, die ein ganz großes Archiv hatte damals von verschiedenen Düften, wieder damalige Bestseller neu aufzuarbeiten, zu reformulieren, in der Qualität von Clive Christian, mit einer komplexeren Zusammensetzung, aber mit dem Duftcharakter von damals. Das heißt, Crab Apple Blossom war ein Duft, den es damals gab, bei Crown, aber wenn man noch eine Flasche hätte von denen, der würde es nicht mehr mit dem mithalten können. Ist Minze mit drin, oder? Aber die DNA ist eben so. Ja, der hat eine Minzenote, dann ist eben diese Apfelnote drin. Also sehr modern, sehr zeitgemäß und sehr interessant im Sinne von einer Neuinterpretation, die aber auf extrem hohem Niveau ist. Also auch die Konzentration bei Clive sind immer sehr hoch. Ne? Also das muss man auch dazu sagen. Die wollen schon das Beste da immer rausholen. Man muss sagen, also sehr spannende Parfums, man muss die mal mit Sicherheit testen. Es gibt die auch sehr schön in einem Koffer. Alle drei Männer oder alle drei Frauen in 10 Milliliter. Das ist eine super Größe zum Reißen, aber ist auch eine super Größe von der Optik und so weiter. Schaut toll aus, weil die Flakons wirklich so wie kleine Juwelen sind in der Box. Die Boxen sind auch sehr aufwendig gemacht und so, hast du, glaube ich, irgendwann schon gezeigt. Ja. Und das ist eine ganz super, also wenn jemand sagt, er möchte jetzt einsteigen und möchte mal sich durch die Kollektion, durch diese Original-Kollektion riechen, cool, ist das eine gute Geschichte. Und mit 250 Euro ist auch, sage ich mal, ein moderater Einstieg.